Jedes Jahr im Frühjahr lockt es die Autowelt in die Schweiz, denn der Genfer Autosalon gehört zu den wichtigsten Automessen weltweit. Hier werden rund 700 Marken präsentiert. Blickfang auf jedem Stand sind natürlich die PS-Boliden. Audi zeigt seinen neuen RS6, der aus seinem V8-Motor 560 PS herausholt. Genf ist für uns immer die europäische Frühjahrsmesse. Es ist eine sehr schöne, kleine, kompakte Messe. Und dort stellen die Aussteller auch nur das hin, was sie wirklich zeigen wollen. Die Audi-Modelle gibt es, wie bei den meisten Herstellern, in den verschiedensten Varianten. Den Audi A3 beispielsweise als Supersportler ebenso wie als ersten deutschen Plug-in-Hybrid für die Großserie oder auch mit einem neuen, umweltfreundlichen Gasantrieb. Wie Audi machen es fast alle Hersteller. Bei Chevrolet steht der Supersportwagen Corvette Stingray als Cabrio im Mittelpunkt. Flankiert von bezahlbaren Alltagsautos wie dem neuen Chevrolet Captiva und dem Mini-SUV Trax. Eher für einen exklusiven Kreis baut Mercedes eine AMG-Baureihe, denn AMG ist die High-Performance-Marke von Mercedes-Benz. Wir sind ganz stolz, denn A45 AMG, das effizienteste und tollste Auto, das wir je hatten, mit 360 PS, eine Literleistung von 180 PS pro Liter Hubraum. Der A45 AMG ist die sportlichste A-Klasse, die es jemals gab. Damit die Kraft auch richtig auf die Straße gebracht werden kann, kommt der A45 AMG mit serienmäßigem Allradantrieb auf den Markt. Nissan präsentiert in Genf den komplett neu entwickelten Note, ein wichtiges Volumenmodell für den japanischen Hersteller. Dabei folgt Nissan einem Trend der asiatischen Fahrzeuganbieter. Wir bauen jetzt Autos in Europa für Europa und wir entwickeln die Autos hier, wir designen die Autos hier, weil einfach der Geschmack vom europäischen Kunden anders ist als der Geschmack vom japanischen Kunden zum Beispiel. Auch das wichtigste Großserien-Elektroauto Nissan Leaf wurde nach intensivem Dialog mit europäischen Kunden in über 100 Punkten geändert. Beim Porsche-Auftritt auf dem Genfer Automobilsalon steht das Jubiläum des 911 im Mittelpunkt. Die berühmte Baureihe gibt es seit 50 Jahren. Als Weltpremiere präsentieren die Stuttgarter den Porsche 911 GT3 Cup. Leistung 460 PS. Im Moment sind die Stückzahlen jetzt für die nächsten rund 2 Jahre etwa 2.500 bis 3.000 Einheiten geplant. Wir werden sehen. Ich glaube, es könnte das ein oder andere Auto mehr werden. Weitaus mehr Exemplare will Porsche natürlich vom neuen Cayman verkaufen. Flacher und länger gestreckt, leichter und schneller, effizienter und stärker verbindet die neue Generation ausgeprägte Alltagstauglichkeit mit den Sportwagen-Genen. Seat feiert beim Autosalon in Genf die Weltpremiere des neuen Leon SC. Mit dem Sportcoupé genannt SC bringt die spanische Marke erstmals einen Dreitürer in der Baureihe auf den Markt. Der Seat Leon SC hat im Gegensatz zum Fünftürer eine flacher stehende Heckscheibe. Mit 380 Litern Volumen ist der Gepäckraum aber genauso groß wie bei der fünftürigen Variante. Kurz nach dem Start der Octavia Limousine feiert Skoda hier auf dem Genfer Autosalon die Weltpremiere des neuen Octavia Kombi. Beim Platzangebot verspricht Skoda Topwerte im Segment. Sicherheits- und Komfortsysteme sind ebenso mit an Bord wie verbrauchsarme Motoren. Der sparsamste Diesel soll nur 3,4 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer verbrauchen. Ja, für Skoda insgesamt hat er eine zunehmende Bedeutung, weil die klassischen Limousinensegmente immer kleiner werden, die Kombisegmente immer größer. In Deutschland repräsentiert der Kombi etwa 90% der Gesamtverkäufe. Und daran können Sie schon ablesen, welche Bedeutung er für uns hat. Mit dem Touring Sports bringt Toyota erstmals eine Kombiversion des Auris auf den Markt. Das Kofferraumvolumen beträgt 530 bis 1660 Liter, das dann bei einer Gepäckabteillänge von 2,5 Meter. Zudem ist der Auris Touring Sports auch der erste Kombi im Segment, der als Vollhybrid lieferbar ist. Nur 85 Gramm CO2 pro Kilometer, ein Spitzenwert. Noch umweltfreundlicher ist man mit dem iRoad unterwegs. Das dreirädrige Elektroauto kombiniert die Vorzüge eines Autos mit der Wendigkeit eines Zweirads. Der Hingucker ist allerdings eine Konzeptstudie. Die Cabrio-Variante Open Concept vom Sportler GT86.
Lexus zeigt auf dem Genfer Autosalon die neue IS-Baureihe, darunter der IS300H. Als einziger Fahrzeughersteller weltweit bietet Lexus künftig in allen Baureihen ein Modell mit Vollhybridantrieb an. Ein wahrer Hingucker auf dem Lexus-Stand in Genf, die Konzeptstudie LFLC. Sie steht für Lexus Future Luxury Coupé, die Zukunft von Lexus in puncto Coupé. Große Glasflächen schaffen viel Licht im Innenraum, ein großes Raumgefühl kommt auf, sportlich geht's zu. In der Außenfarbe geht Lexus neue Wege, setzt den neuen in Genf in Opalblau in Szene. Volvo präsentiert in Genf gleich 6 Baureihen im frischen Look. Hier zeigt die 60er-Familie ihre neue Front. Der Kühlergrill des V60, S60 und V60 Plug-in Hybrid ist breiter geworden. Die horizontalen Linien wurden stärker betont. Hinten fallen die neuen Auspuffrohre auf. Die außergewöhnliche Fahrzeugsicherheit ist bekanntlich das Markenzeichen von Volvo. Deshalb gibt es das Volvo City Safety System in allen Modellen jetzt serienmäßig mit einer Neuheit. Wir detektieren nicht nur Fußgänger und bremsen für Fußgänger, wenn eine brenzliche Situation im Verkehr eintritt, sondern wir detektieren jetzt mittlerweile auch Fahrradfahrer, eine sehr häufige Unfallsituation, die wir dann durch Erkennen, Bildverarbeitung und Prozessieren zu einem automatischen Bremsen führen. Damit verhindern wir eine ganze Menge von kritischen Unfällen. Weltpremiere bei Volkswagen für den neuen Golf 7 Variant. Optisch folgt er bis zum Abschluss der vorderen Türen der Linienführung des VW Golf Schrägheckmodells. Der Golf 7 Variant punktet mit hoher Variabilität. Das Ladevolumen vergrößerte sich gegenüber seinem Vorgänger von 505 auf stolze 605 Liter. Durch Umklappen der Rückbank kann das Volumen bis auf 1620 Liter vergrößert werden. Im Vergleich misst das 4,56 Meter lange Golf-Kombi-Modell knapp 31 cm mehr. Als Studie steht bei Volkswagen der EcoMotion im Mittelpunkt, ein Elektrotransporter. Das 4,55 Meter lange Konzeptfahrzeug bietet bis zu 4,6 Kubikmeter Ladevolumen und 800 Kilogramm Zuladung. Die Studie unterteilt die Karosserie in einen unteren Bereich mit Antrieb, Batterie und Getriebe sowie einen oberen transportrelevanten Aufbau. Das ermöglicht maximale Raumausnutzung und unterschiedlichste Aufbaukonzepte.